Früher einmal in den besseren Zeiten wurde Deutschland als Apotheke der Welt bezeichnet. Doch heute sind lebenswichtige Arzneimittel in unserem Land nicht mehr zu bekommen. Medikamente für Diabetiker, zur Krebstherapie, aber auch Kinderarzneimittel wie Fiebersenker sind ausverkauft und auch nicht so schnell nachlieferbar. In einer hitzigen Debatte im Bundestag wurde dem Gesundheitsminister nun Tatenlosigkeit vorgeworfen. Die Union fordert jetzt einen Beschaffungsgipfel, um die Versorgungslage schnell zu verbessern. Mehr dazu von Erdmann Hummel. Fast leer sind die meisten Schubladen. Manche Vorratsfächer sind sogar gänzlich leer. So wie Thomas Preis in Köln geht es vielen Apothekern in Deutschland. Sie können ihre Kunden oft nicht mehr bedienen. Wir haben Hunderte von Medikamenten, die nicht lieferbar sind. Und es kommen jeden Tag neue Positionen hinzu. Wir erwarten von der Bundesregierung ganz klar die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung durch die pharmazeutischen Hersteller. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss sich im Bundestag heftige Kritik gefallen lassen. Eigentlich wollte er längst einen Gesetzentwurf vorstellen, um die Situation zu verbessern. Denn die Lage ist alarmierend, vor allem bei Kindermedikamenten. Selbst Fiebersenker und Hustenmittel fehlen, aber auch Krebsmedikamente und Antibiotika sind teilweise nicht mehr zu haben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wichtige Wirkstoffe werden vor allem in China und Indien hergestellt. Für mehr Produktion in Deutschland müsste der Gesundheitsminister endlich sorgen, so die Opposition. Die Probleme seien seit langem bekannt. Die Union wirft dem Minister Untätigkeit vor und fordert einen Beschaffungsgipfel. Diese Untätigkeit hat ein Chaos mit Ansage verursacht und darum ist diese Untätigkeit, ich sage es ganz offen, ein Skandal. Wir haben bereits im Spätsommer auf das Problem der Medikamentenknappheit hingewiesen. Wir haben da aufmerksam gemacht. Zwar äußerte sich Karl Lauterbach bei dieser Debatte nicht im Bundestag, aber er hat angekündigt, das Rabattsystem für Arzneimittel zu ändern. Doch kurzfristig wird es nicht helfen. Es könnte wohl noch Jahre dauern, bis wieder genügend Medikamente in den Fächern liegen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.